Moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Wonders. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Wonders. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in die Fungiminen eingedrungen und wollen hier auch weiter die Level bestehen. Ich würde sagen, wir legen ohne großes Drumherum-Gerede direkt los. Ich würde gerne aber mal mit dem Toad hier reden. Entschuldigung, mit dem Poplin. Für mich sind das auch mehr oder weniger Toads. Seht nur! Meine Freunde sind hier hinuntergestiegen. Ich glaube, dass sie sich im tiefsten Teil befinden, jenseits der drei Ruinen. Der Weg hindurch ist versperrt. Oh, und wenn man erst einmal dort unten ist, fühlt man sich leicht. Daher werde ich dich begleiten, um sicherzugehen, dass du nicht verloren gehst. Okay. Ich würde dann sagen, legen wir los mit Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Da sind unsichtbare Blöcke. Ah, und mit dem Schalter mache ich mir Lampen an. Nicht auch die Boos tatsächlich. Wartet. Unglaublich, meine Maßnahme gegen die Boos. Ich werde zum Boo-Vernichter. Wahrscheinlich. Hier ist nur eine Tür richtig, würde ich sagen. Hilfe. Hat die Tür auf einmal Zähne? Man kann durch die Fake-Dinger durchgehen? Erstmal Buhu weg. Diese grünen Lampen sind auf jeden Fall eine coole Mechanik. Es ist eine unsichtbare Wand, die ich nicht gesehen habe. Und tschüss. Ich lock die einfach mal zu mir hin. Ich will leben. Ich habe den Wundersamen nicht gefunden, ne? Na gut, gehe ich nochmal mit dem Sensor durch. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder an der Stelle hier. Und mir ist jetzt schon klar, was ich übersehen habe. Nämlich, ich hätte hier auch rechts einfach weitergehen können.
Okay, da kommt das Teil runter. König Buhu? König Buhu. Lustig, wenn ich die nie angucke. Dann singen die. Ich will die eigentlich in Ruhe lassen, ich will die singen lassen. Ja, einen wunderschönen Gesang. Na, war das gruselig? Nee, das war cool. Das war ein gutes Level. Na gut, dann erzähl uns Obacht vor dem Baumelgifttümpel. So heißen die denn wahrscheinlich? Oh, die haben was zum Grapschen. Und ich krieg einen Bucher. Perfekt. Ich werde aber hier noch ein bisschen rechts gezogen. Ja, damit musst du leben. Und dann mit dir. Hab ihn. Lol. Zeit für ein Quiz? Delfinkick. Pirouette. Was war das denn? Sei vorsichtig da vorne. Lass dich grapschen. Okay, damit bin ich meinen Bohrer los. Ich hoffe mal, dass ich ihn nicht brauche. Na klar, dass ich da rein will. Ich habe die erste Münze verpennt. Geh noch mal gleich mit dem Sensor rein.
Oder hätte man oben drüber gekonnt. Das heißt, hier ist noch ein Spezialweg. Na gut, ich gehe auf jeden Fall für die Zähne nochmal da rein, ne? Ich habe sie direkt am Anfang offenbar verpennt. Im Ernst, da war irgendwo so ein random Ding zum Anspringen? Okay, wir sehen uns nach dem Level wieder. So, diesmal habe ich alle beide. Na dann, Verschnaufpause, Piranha-Musikraum. Ach, die gute alte Dr. Mario Musik. Tatsächlich fand ich das Handygame zu Dr. Mario ganz in Ordnung. Na gut, hier. Dann schluck mal deine Samen. Expedition 1. Blobloop-Ruin. Was bist du? Das ist wohl ein Blobloop. Wo ist die versteckte Münze? Ah, wenn ich nach unten durch will, dann muss ich stampfen. Ich denke mal, die sind nur außerhalb dieser Blasen ungefährlich. Hi. Gute Frage. Ja, in dem komischen Zeug sind sie wesentlich schneller. Der geht ja sogar, wenn ich daneben einfach nur stampf. Jetzt will ich probieren. Ah, das Ding kann den Schleim entfernen. Der Schleim kommt aber auch wieder. Einmal hier bitte. Danke. Scheißzeug. Und die Blume nehme ich gern. Aua. Ciao. Okay, ein Kampfraum. Geschafft. Danke. Wenn ich jetzt selber zu einem Block. Wie geil. So,
Danke, so fühle ich mich auch. Oh, ich kann mich jetzt einen Blob frei in dem Zeug bewegen. Und ich kann den Kopf überhängen. Die Münze habe ich gesehen. Nein, ich muss nicht unbedingt die Münzen mitnehmen. Bin ich überhaupt ohne das Ding durchgekommen? Warte mal. Das war nicht, was ich testen wollte. Ich wollte auf die andere Seite. So, ich bin wieder an der Stelle. Ich habe jetzt erstmal den wundersamen so eingesammelt. Es gibt bestimmt einen Geheimweg, wenn ich nach rechts gehe. Das heißt, ich gehe hier gleich nochmal rein. Erstmal den hier mitnehmen. So, und jetzt gehen wir nochmal rein. Ihr seht übrigens, dass ich eine sehr lange Aufnahmesession habe. Und gehen auch noch den anderen Weg, den es unten rum gab. So, ich bin jetzt wieder hier. Gucken wir mal, was hier rum ist. Oh, hier ist nur ein geheimer Raum mit Münzen. Ich dachte, hier wäre noch geheimer Ausgang. Na gut, dann sehen wir uns auf der Welt wieder. So, da sind wir dann wieder. Da bist du ja. Das kann ich kaum glauben. Du hast den richtigen Ausgang gleich bei in deinem ersten Besuch gefunden. Selbst ich verlaufe mich da meist. Hast du mich also gefunden? Dann treffen wir uns bei den nächsten Ruinen wieder. Oh, stimmt ja. Als ich neulich in der Mine gearbeitet habe, bin ich auf diesen 1-Up-Pilz gestoßen. Bitte nimm ihn doch. Ich bin mir sicher, dass er dir nützlich sein wird. Ich habe 97 Leben. Ich brauche den nicht. Krankenschuss? Nicht ein Enterhaken? Kann ich die auch nach oben schießen? Ich kann die nur zur Seite schießen. Nützlich. Ich kann mich damit sogar festhalten. Das ist eine praktische Fähigkeit. Das funktioniert sogar mit diesem Glibber. Und den kann man spammen. Okay, der Rankenschuss ist auch gut. Ich kann mich damit sogar an der Flagge oben festhalten. Nützliche Fähigkeit. Oh, nutzen wir die mal eine Weile. Ist, glaube ich, auch die letzte Bewegungsfähigkeit, oder? Ja, ist das letzte Aktionsabzeichen. Hier sind wahrscheinlich noch drei von diesen Stärkungsabzeichen. Oder von den Expertenabzeichen.
Ah gut, dann als nächstes haben wir die Wackelruinen vor uns. Die machen wir aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.